Moin Leute! Ja, das ist unser neues Motto der Eistee-Freaks und wir sind wieder mal... Genau, so sind wir! Wir kennen dieses Spiel sowas von... gar nicht! Richtig! Wir fangen mit Mittel an, weil einfach ist einfach und schwer ist schwer und Mittel ist genau das Richtige für uns, nämlich blöd. Genau! Nee, wir kennen das Spiel nicht, wir haben Slender gespielt, aber ich kann keine 100 Folgen Slender aufnehmen. Weil irgendwann wird das euch langweilig, mir langweilig, mein Kumpel langweilig, somit haben wir uns Dead Space ausgesucht. Ich kenn's nicht, er kennt's nicht. Wir lassen uns überraschen, er lädt. Fix fertig. Wir hoffen, es wird euch gefallen, denn wir hoffen, es wird auch uns gefallen, denn wir hoffen, es wird uns allen gefallen. Wir hoffen so vieles. Wir hoffen, ich krieg keine Nase aus. Nee, das ist auch. Electronic Arts. Presenting eine EOT Red. Dead Space. Wenn jetzt irgendein Vieh auftaucht, dann... Habe ich schon den ersten Schreck. Ja. Achso, okay. Okay. Also, wir wissen eines, es ist ein Actionspiel. Das Actionspiel des Jahres 2000. Und das wurde das als das beste Actionspiel aus. Das beste. Wir haben jetzt 2012. Man kann rechnen, das sind 4 Jahre. Ja. Ich könnte mit dir reden. Ich auch. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Alles bricht zusammen, weil ich kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Das ist nicht süß. Geht schon weg. So ein kleines Ding. Okay. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Oft. Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Okay, wie man aus dem Namen schon raus... Der Abbau von Rohstoffen, alles ein lukratives Geschäft. Nein! Gibt es auf mein Dead Space. Kobalt, Silizium, so viel hätten wir uns eigentlich schon erahnen können. Und wo ist ihr? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. Ich ahne, was ganz Schlimmes. Ich auch. Das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen Sie. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was zum Teufel? Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Das wird nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Läden gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Ist eine ganz schlechte Idee. Ja, ganz schlecht. Wow. Scheiße. Mama. Die Andockbombe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben in die Hölle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf Manuel. Warum sind wir hier Traktorsimulator? Nein. Noch wir können es reinschaffen. Aber das bringen wir auch noch. Irgendwann. Bombe. Das hat doch mal viel Action. Den nenne ich ja schon mal richtig stupsig. Sind alle okay? Ich kann mich bewegen. Ich kann mich, was ich kann mich bewegen. Wer bin ich denn? Der hier. Nee, sowieso. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Nein, kann man gar nichts machen. Der Portbooster reagiert nicht. Wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern. Nice. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Kannst du dich bewegen? Nein. Ich kriege irgendwelche Anweisungen. Halt still, Isaac. Synchronisiere gerade alle Racks mit dem Schiff. Okay, fertig. Ich sehe aus wie ein Nukleartyp. Der vom dritten Weltkrieg ausgebrochen ist hier. Komm hier. Was bist denn du? Boah, was für Viecher hier. Das war. Und wir dürfen da jetzt alleine?
Wie hoch meinst du, ist die Wahrscheinlichkeit? Boah, sehen wir mal geistig geil aus. Geistig geil? Ja, ich hab gar keinen Bock. Aha. Aufgabe hinzufügen. Ja, wie laufen wir denn? Aha! Durch Rennen bewegen sie sich schneller. Was? Ah. LS? Moment, Leute. Und jetzt WASD? Ja, ich muss gerade was testen, Leute. Okay, das war es. Ich hoffe, das funktioniert dann nur mit dem... Was ist das jetzt nochmal? Ich habe mir jetzt gerade ausgemacht. Ich vermute, es funktioniert nur mit dem, na, wie heißt der? Xbox-Controller. Was? Ja, genau. Okay, Leute, das kann schon noch eine Stunde an. Jetzt hat es wieder umgestellt. Du, Güte, stell dich um. Oh, es geht gleich. Ich weiß, ich hab das gleich. Aha! Und jetzt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mit Maus und ich spiele jetzt momentan hier mit Gamepad, wie man sieht. Und wie man nicht sieht? Was man überhaupt nicht sieht. Was ist denn hier los? Inventar. Inventar. Wir haben noch nichts. Das wäre auch sehr schade. Aber ich vermute, wir müssen hier raus. Was? Wie wo? Minipack. Ich bin ja dafür, sowas aufzunehmen. Was aufgenommen. Boah, die Sichtweise ist ja mal übertrieben kacke. Irgendwas mit Napf. Toggle. Okay, Leute, es ist alles noch sehr. Ach, die Maus ist ja da. Was sind denn jetzt? Von da komme ich. Ich blicke momentan nicht so ganz durch, Leute. Aber ich hoffe, das macht. Ja, warum gehen wir einfach nicht hier raus? Ja, das ist eine wunderbare Idee. Oh je. Flämmchen. Ah, ich bin ja schon da, Leute. Sie haben nicht die Verbindung zum Podbooster verloren, Sie haben den Podbooster verloren. Sag mal, warum haben wir eigentlich alle Waffen und ich nicht? Du bekommst noch deine Waffe. Das finde ich irgendwie schon cool gemacht. Wow, ich habe eine Aufgabe erfüllt. Was Inventar, was ich nicht haben wollte. Minipack. Jetzt hingehe, dass ein kleiner Teil der Knollheit wieder. Gehen Sie darüber und nehmen Sie die Türsteuerung. Was? Oh, nee, warum ich mit ich? Bitte warten. Wir öffnen die Tür mit A. Und warum geht das nicht? Warum geht das denn nicht? Suchen Sie ein blaues Hologramm? Ist das richtig gelesen? Ja. Oh, ein blaues Hologramm. Das ist grün. Ein grünes Hologramm ist immer platt. Oh, dann ist ja blau nicht weit entfernt. Oh, blau ist das weit entfernt. Nimm mal das Grüne. Vielleicht soll das ja blau da also darstellen. Dann machen wir schön. Ah, ja. Sollte das blau sein? Ah! Ich habe jetzt noch mit dem Inventar hier. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sehen, was hier abgeht. Das ist ein rotes. Mr. Pete, mach dich doch mal weg hier. Du kannst doch nicht sagen, dass hier das blaue Hologramm 10.000 Kilometer weg ist. Leute, es dauert ein bisschen, aber ja, wir haben es gleich. Das habe ich ja gelesen. Das. Entschuldigung. Sind wir talentiert. Das Geile ist, ich muss gerade, das ist richtig geil mit dem Ding. Also kann man das schnell abwechseln. Ich kann drücken, mal springen, macht noch nicht viel. Ich glaube, wir müssen auch noch nichts machen.
Ding sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte. Ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Ja. Entschuldigung. Oh. Wenn man dann auf B drückt... Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Also, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufschub wieder. Hier dauert... Mama! Geht nicht. Geh auf. Wir haben keinen Saft. Was soll ich aufmachen? Was soll ich machen? Wenn wir alle zusammen... Irgendwas öffnen? Öffnet doch nicht so viel. Wo ist es denn? Ich glaube, ich bin Tür. Ah, oh. Der lokalen Serumsystem finden wir im nächsten Einsatzziel. War da nicht irgendwie... Was ist denn das hier? Da steht zur Konsole. Und da müsst ihr wahrscheinlich gleich hin. Das ist verschlossen. Ah! 100 Punkte. Aufgabe erfüllt. Die ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Da leuchtet einiges rot. Oh ja, und ich glaube, rot die ist nicht immer ist ganz so gut. Anfang. Oh, was ist denn jetzt los? Was zum Teufel war das denn? Wer ist in der Quarantäne? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das alles okay, wieder. Pass auf, was da jetzt vielleicht passiert. Ich habe irgendwie so ein doofes Gefühl, sonst wäre ich nicht in der Scheibe. Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Was ist das denn? Was zum Teufel? Können wir irgendwas machen? Wow! Hallo! Meine kleine Special Moves. Spiel nicht rein. Doch keine Waffe. Was zum Teufel? Aua! Lass mich in Ruhe! Mami! Es fängt doch wieder gut an! Ich renne doch wie ein Schnäpschen! Wo muss ich denn überhaupt hin? Irgendwohin, dahin! Ah, ja! Öffnen! Aufzug, Tür auf! Tür zu! Oh mein Gott! Was? Hau ab! Boah! Fickt euch! Mama! Leute, ich darf spielen! Boah! Was ist denn hier los? Aber ich bevorzuge dann doch lieber die Tastatur. Boah, also wie befürchtet wusste ich, dass irgendwie alle sterben würden. Außer wir. Und das... Und da war immer noch eine Waffe. Da ist eine Waffe. Was? Cut over the lines. Yeah, kommt eine Waffe. Nee, ich glaube, das ist irgendwas anderes. Ah, doch. Ui! Ich würde das ja bekannt, bitte. Dankeschön. Damit ich lesen kann, was ich machen muss. Achso, ausmachen. Beziehungsweise anmachen. Ah, Zielmodus? Ja, Zielmodus. Schießen, nachladen, R. Gut. Na gut, ich sag mal so, wir können auch beide mit der Taste spielen. Schlagen. Hast du einen Schlag? Aufstampfen. Boah. Hapric Revolution. Ist gut. Gut. Was ist los mit dir? Ja, denen geht's nicht mehr gut, aber irgendwo wird Hilfe gerufen. Ja, ich hör's. Ist das Kopf? Das ist ein Kopf. Kannst du das vielleicht kaputt schießen? Ja, muss man. Ich geh nicht so nah ran. Nur wegen sowas schieß drauf! Schieß! Ich will schon. Ich dachte, da kommt gerade noch was. Bobalino.